Andy Schmid, zwei Punkte, die ganz schön viel Arbeit bedeutet haben heute, oder? Ja, das haben wir schon so erwartet, dass wir viel Arbeit haben werden. Aber klar, dass wir das Spiel erst in den letzten 5-6 Minuten zu unseren Gunsten entscheiden können, haben wir uns ein bisschen besser vorgestellt. Aber dass es solche Spiele gibt, das haben wir schon erlebt, mehrere Jahre und jetzt auch in dieser Saison. Und das war einfach nur wichtig, dass wir heute gedreht haben, weil man muss nicht immer das Haar in der Suppe suchen bei sich selber manchmal. Man muss auch mal sagen, Erlangen hat eine richtig gute Mannschaft mit Rückraumschützen, die heute vielleicht auch aus der Kabine getroffen hätten, wenn sie für da geworfen hätten teilweise. Und deswegen haben sie uns immer wieder ein bisschen den Zaun gezogen, Spiel langsam gemacht und haben viele Tore nach Zeitspiel kassiert. Und dann wird es mühsam. Ja. Und vorne haben dann einfach auch die Bälle verschossen oder die Lösung nicht gefunden. Und deswegen wird es halt so ein knappes Spiel. Aber wie ich bereits gesagt habe, im Endeffekt in zwei Wochen fragt niemand mehr danach wie, sondern nur, dass wir die zwei Punkte heute geholt haben. Hauptsache zwei Punkte wäre auch mein Resümee, das ist in Ordnung, die Halle war da, das war super. Ihr müsst ganz schön fix wieder auf die Straße, jetzt am kommenden Mittwoch, 14. nach Montpellier. Da hoffe ich, dass ihr euch gut erholt und vielleicht auch noch mal ein paar Punkte mitbringt. Montpellier liegt euch ja ganz gut. So. Montpellier liegt uns, wer sagt das? Sag ich jetzt mal so an dem Heimspiel. Ja, genau. Okay. Das wird ein komplett anderes Spiel. Also in der Champions League ist Heim und Auswärts sind komplett andere Mannschaften. Vom Spielstil her, Montpellier wird zu Hause viel mehr Aggressivität an den Tag legen, werden sich Gedanken machen, wie sie das besser machen können. Und also unsere Worte, ein richtig schwieriges Auswärtsspiel. Wenn man die Resultate von Montpellier anschaut, die sie zu Hause gemacht haben gegen Topvereine aus Europa, waren die alle extrem knapp, von dem her werden wir anders als Sie den Gegner unterschätzen. Toi, toi, toi und gutes Gelingen, gute Erholung. Danke. Dankeschön.